Ich esse gerne Fleisch. Punkt. Bitte lass mich Fleisch essen und du lutsch an der Möhre. Es ist doch nicht schlimm. Das ist Toleranz, Freunde. Ich grille gerne. Warum denn nicht? Es ist erlaubt. Und jetzt ist die beste Freundin meiner Freundin, Babsi. Für Leute, die meine Programme kennen, kennen sie. Babsi. Die ist vegan. Und die ist mittlerweile so penetrant, dass sie versucht, immer wieder dich zu belehren. Und bei mir ist das so ein Triggerobjekt. Sobald ich höre, Babsi kommt, fange ich an zu brüllen. Wirklich, ist es für scheißegal, was für Wetter. Minus 200 Grad, ich gehe zum Grill. Und jedes Mal kommt die auch. Die kommt zum Grill und versucht einem das dann schlecht zu machen. So, na? Ja, ja, dreh du mal Fleisch. Du weißt schon, wie ungesund das ist. Stehe ich mal da so, ja, ja, ich weiß. Die Veganer, ihr werdet ja teilweise 400 Jahre alt. Sei mal richtig, als sagt sie, ja, du weißt schon, das ist totes Tier. Ich sag, ich hoffe doch. Sag, so asozial bin ich dann nicht, dass ich so eine lebende Kuh von der Weide klaue und sag, komm mal mit. Komm mal mit. Hopp, hopp, auf dem Webergrill. Mach ich nicht. Sag ich, es ist totes Tier. Ja und? Sagt sie, du weißt schon, dass wir Menschen überhaupt nicht fürs Fleischessen gemacht wurden. Das schau ich. Wir Menschen müssen Fleisch essen. Wir brauchen tierische Proteine. Warum? Da ist Vitamin B-Komplex drin. Sagt sie, stimmt aber gar nicht mehr. Doch, du musst ja supplementieren. Sagt sie, was? Ich sag, guck mal, doof bist du auch noch. Ich sag, du musst doch Tabletten zu dir nehmen, oder nicht? Nimmst du Tabletten zu dir? Sagt sie, ja, Vitamin B-Komplex. Ich sag, also, dann ist das doch nicht natürlich. Ich sag, du musst Vitamin B-Komplex zu dir nehmen. Sagt sie, ja, die gibt's aber auch pflanzlich. Ich sag, echt, ja, es gibt eine Alge. Habe ich recherchiert, stimmt. Es gibt eine Alge, da ist Vitamin B-Komplex enthalten. Man muss am Tag nur 4 bis 5 Kilo essen, mehr ist es nicht. Du bekommst Durchfall, hast aber wahnsinnige Kaumuskeln. Das ist echt geil. Sagt sie, ja, okay, aber wenn das stimmt, warum macht ein Gorilla das? Ein Gorilla ist wahnsinnig stark auch vegan. Der ernährt sich vegan, das ist ein Veganer. Das stimmt nicht. Das ist das Hauptargument eines jeden Veganer, ist der Gorilla. Der ist nicht vegan. Ein Gorilla ernährt sich überwiegend vegan. Das ist was anderes. Wenn ein Gorilla einen Ast abreißt, den der gerade fressen will, und auf diesem Ast sind 5 Schnecken drauf, fängt der nicht an zu diskutieren und sagt, hallo Schnecke, sag mal, weißt du, ihr seid ja auf meinem Mittagessen, wärt ihr so lieb und könntet vielleicht den Ast verlassen? Und die Schnecken sitzen und sagen, nein, wir haben uns festgeklebt, wir bleiben hier, nein, wir haben uns festgeklebt. Das ist dem Gorilla scheißegal. Der nimmt den Ast und freut sich, dass er die Schnecken frisst. Warum? Er braucht die tierischen Proteine. Teilweise sucht er alte Wurzeln, bricht die auf und lutscht diese ganzen Maden und die Würmer daraus. Und du siehst in seinem Blick, wie der... Er freut sich. Guckt Babsi mich an und sagt, ja, aber was ist denn, wenn er keine Würmer findet? Der hat ja keine Apotheke irgendwo im Urwald und im Vitamin-B-Komplex mit Tabletten zu sich. Wie überlebt denn der? Gute Frage, kann ich beantworten, habe ich ja auch gesagt. Der Gorilla selber, das ist das Geile, stellt selber Vitamin-B-Komplex her. Der Gorilla selber, allerdings sehr spät. Sehr spät. Sehr, sehr spät. Wahnsinnig spät. Der Gorilla stellt das im Enddarm her. Der Gorilla isst seine Kacke. Dann gucke ich Babsi an und sage, Babsi, wenn du konsequent bist, weißt du, was du zu tun hast.